Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Lizard Gaming. In der heutigen Episode machen wir wieder mal ein Hautbild. Heute zeige ich euch, wie ihr eine Strandbar bauen könnt. Ja, beginnen wir einfach mal. Wir haben hier verschiedene Materialien und ich fange jetzt einfach mal an und erkläre es Schritt für Schritt. So, ja, als erstes fangen wir an mit der Bar selber. Hierfür nehmen wir einfach Akazienhonig. Machen zwei übereinander und dann gehen wir hier einfach, ihr könnt natürlich die Länge variieren, wie ihr es wollt, vier Stufen daneben, darüber wieder Akazienholz und obendrauf packen wir braunen Teppich. So, dann machen wir das gleiche auf der anderen Seite und tun halt hier vorne natürlich noch das Akazienholz hin, damit wir hier so eine, ja, Fläche kriegen, so eine kleinere. So, hier nehmen wir natürlich wieder einen allseits geliebten Bruch. Steintreppen, tun oben drauf ein bisschen Akazienholz und wieder den allseits geliebten braunen Teppich. So, hier vorne tun wir etwas Glas, damit wir einfach eine andere Optik kriegen und alles ein bisschen heller erscheint und freier. Dann nehmt ihr einfach hier euer Grundmaterial, was auch immer es ist, kommt natürlich dann bei euch drauf an. Hier vorne packe ich in den Ofen hin. Ich habe mich jetzt einfach für die riesigen Ziegel entschieden, weiß ich nicht warum, einfach um eine andere Textur zu haben. Alter, so nicht. So, ja, soll halt so ein bisschen die Bar darstellen. Dann kommen wir zu den Stühlen, zu den Designer-Sesseln meine ich natürlich. Hier macht ihr einfach einen Streifen hin, um quasi zu sagen, dass dieser Stuhl einfach so ein bisschen weiter weg geschoben wurde, damit es einfach so ein bisschen anders aussieht, damit es nicht ganz so linear so da dran gequetscht ist. Ja, hier haben wir einfach quasi diesen Hocker, dieses coole Bein und hier oben soll halt dieses Sessel sein. Finde ich, sieht ganz nett aus. Das Ganze macht ihr einfach in dem Sinne, wow, so nicht, im gleichen Sinne einfach hier hinten. Ich mache jetzt hier einfach beide dran und schwuppdiwupp habt ihr so eine klitzekleine, simple und sehr einfache Bar. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch noch irgendwie Teppich hinbauen und Regale und noch Getränke draufstellen oder Blumentöpfe, was auch immer. Auf jeden Fall sehr simpel, sehr einfach. Und wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Und ja, supportet bitte. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao.